Hi Leute, herzlich willkommen. Immer noch aus Italien, aber heute aus dem Wohnwagen, weil heute gibt es mal wieder ein kleines Bastelvideo, aber ich denke mir, das ist dem einen oder anderen, das Missgestick ist dem einen oder anderen auch schon passiert und deswegen ist auch die Reparatur mit Sicherheit für den einen oder anderen interessant. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Würde mich nämlich mal interessieren, ob das der ein oder andere von euch auch so macht. Also ich nutze so diese Campingurlaube eigentlich auch dazu, mir quasi so eine Liste zu machen, was so am Wohnwagen vielleicht repariert werden muss. Und ich mache das dann eigentlich auch ganz gerne im Urlaub, weil sonst hat man ja gar nichts zu tun. Gut, also ich hatte es gerade gesagt, wir sind immer noch in Italien. Draußen ist es sehr warm. Zum Glück. Läuft hier drin die Klimaanlage, sodass ich hier auch wirklich jetzt ganz entspannt für euch das Video drehen kann. Was ist passiert? Ja, ihr seht es hier, ich stehe im Küchenbereich und das war also nicht jetzt auf dieser Fahrt nach Italien, sondern das war schon auf der letzten Fahrt, wo wir mit dem Wohnwagen unterwegs waren, ist hier oben aus diesem Regal, ist ja ganz schön, ne? Kannst du ja hier Gewürze und so weiter reinstellen, ist hier oben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube jetzt steht es nicht mehr dabei, das war glaube ich Pfefferstreuer gewesen und der ist wohl klar, beim Schaukeln ist der doch hier über diese Halterung, die ja eigentlich so ein bisschen die ganzen Sachen sichern soll, ist der, ich nehme jetzt mal den hier, aber der war es nicht, ist der runtergefallen. Wir haben den noch auf dem Boden da liegen sehen, dachten, ach ja, der ist da rausgepurzelt und viel später haben wir bemerkt, hier auf der Küchenarbeitsplatte, ihr wisst es ja wahrscheinlich, also die ist nicht massiv. Ich hatte so ein Ding auch schon mal im ausgebauten Zustand gesehen. Das ist eigentlich eine Styroporplatte, wo so ein hauchdünnes Furnier, Kunststofffurnier drauf ist. Und da ist uns das natürlich hier rausgepoltert und ist da drauf gefallen. Ich hoffe jetzt, dass man das hier im Video gut sehen kann. Hier ist eine richtig schöne Delle drin in der Platte. Wenn ich nachher das Video schneide und dann nochmal gucke, falls man es nicht genau sehen kann, mache ich nochmal ein Bild, was ich jetzt einblende. Aber da ist jetzt, wie schon gesagt, da ist jetzt so eine richtig schöne Delle drin. Obendrauf, das ist geplatztes Furnier und jetzt ist ein Loch. Gut, ich habe dann auch gedacht, ach du Schande, so eine neue Küchenarbeitsplatte, da steht ja gar nicht im Verhältnis, die jetzt zu kaufen. Die ist natürlich dann schweineteuer. Und habe dann auch mal so ein bisschen in, weiß gar nicht, Foren, glaube ich, gelesen, was kann man da machen, Küchenplatte reparieren. Und da bin ich auf dieses Reparaturset von AGT, heißt es, bin ich gestoßen. Link mache ich euch natürlich wieder in die Beschreibung. Ich habe es jetzt schon mal rausgeholt, da ist dann so ein schicker Kasten hier. Mach den mal auf. So, und jetzt seht ihr hier, das ist im Prinzip so ein, ja, Wachs würde ich es vielleicht gar nicht nennen, also ja, Wachs-Kunststoff-Masse in verschiedenen Farben ist hier dabei. So ein, sieht aus wie ein Lötkolben eigentlich. Also so ein Teil, das wird dann hier vorne, wenn man es einschaltet, heiß. Und dann kann man hier diese Stifte, kann man dann, je nachdem, was man halt für eine Farbe in der Arbeitsplatte hat. Also ich werde jetzt gleich hier so grau mit ein bisschen schwarz vielleicht mischen, ne, weil das ja so gesprenkelt ist. Kann man dann so zum Schmelzen bringen quasi mit dieser heißen Spitze. Lässt es da reintropfen und kann es dann halt anschließend hier mit entsprechenden Spachteln, ne, einmal hier so oben drüber, um das Grobe wegzukriegen und dann mit einer feineren, kann man das wegspachteln und dann, dass man hier oben halt wieder eine ebene Fläche hinkriegt. Weil das ist auch so eine saublöde Stelle hier auf der Arbeitsplatte. Weil wenn du hier gerade was im Waschbecken machst und trocknest was ab und fährst dann anschließend hier über die Arbeitsplatte, bleibst du halt hier immer drin hängen. Ich hatte, glaube ich, schon mal irgendwo gehört, hier ist jetzt auch so eine kleine Ecke noch, dass man so scharfe oder lose Kanten vorher vielleicht noch abbrechen sollte, dass es nur noch so ein Loch ist. Das ist aber hier relativ feste noch, dieses Teil. Also ich werde es jetzt einfach mal so ausfüllen. Das kann man ja jederzeit, wenn es vielleicht jetzt nicht so gut wird oder so, kann man das ja jederzeit nochmal wiederholen. Aber ich versuche es jetzt erstmal so auszufüllen und bin dann echt immer auf das anschließende Ergebnis gespannt. Ich meine, zumindest wird das Loch zu sein. Wie es dann natürlich optisch aussieht, muss ich jetzt mal abwarten. Ich stelle jetzt mal die Kamera hin und lasse jetzt einfach mal laufen, wie ich dann dieses Loch hier mit diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Wachs. Ich
Ich weiß wirklich eigentlich gar nicht genau, was das für ein Material ist, diese Steine. Ich kenne das von Laminatböden, kenne ich das, aber das ist eigentlich mehr wirklich so ein Wachs. Oder wenn du so Holzschränke, wenn du da irgendwelche Dellen drin hast, dann, ne, dann kannst du das auch so mit zumachen. Aber das ist hier wirklich, das ist richtig hart. Gut, also Kamera aufstellen, dann guckt mir mal zu und mal schauen, ob es was wird. So, ich hatte es ja eben gerade schon erwähnt, die Arbeitsplatte ist ja so, ja, wie so schwarz-graue Schieferplatte. Deswegen habe ich mir jetzt mal die drei Farben hier ausgesucht, die ich dann so unterschiedlich da reinlaufen lasse. Achso, und was ich nicht erwähnt habe, das Ding, das finde ich jetzt natürlich auch super, das ist mit, oder wird mit Batterie betrieben, braucht also keinen Strom. Und dann, gut, legen wir mal los. So, was für eine Farbe fangen wir an, vielleicht grau, so. Ah ja, okay. Ich dachte eben gerade schon, ne, dauert aber ganz schön lange, bis das heiß wird. Aber jetzt schmilzt es hier. So, geht schon los. Tropft schon rein. Die Delle ist ziemlich tief. Ich denke mal, da wird jetzt eine ganze Menge erst mal reingehen. Noch mal heiß machen, weil das kühlt sich natürlich ein bisschen ab, wenn das reintropft. Aber ich mache das jetzt dann auch hier, diese Tropfen hier drin noch mal richtig heiß, dass es wirklich hier schön überall reinläuft. So, auch gerade hier so in diese Ecke drunter ein bisschen. Wo ich ja gerade eben gesagt habe, da ist so eine, ja, eine richtige Spitze noch, die da so ein bisschen über diese Delle ragt. Und dass es da richtig schön von unten halt reinläuft, dass das dann nicht auf Druck dann vielleicht doch noch abbricht. Also auch die schön heiß machen. Ich mache das jetzt hier am Anfang erst einmal alles mit der einen Farbe jetzt, weil ich mische da ja bloß dann wirklich nur noch oben drauf. Noch die anderen Farben, so mache ich noch gerade so ein paar Tropfen drauf, dass die sich noch ein bisschen vermischen und dann halt auch so ein entsprechendes, ja, Farbbild oder wie man es nennen möchte, dann auf der Oberfläche erzeugen. Aber das Loch muss ich ja erstmal richtig gut ausfüllen. So, ich habe jetzt hier so fast so die Oberkante, glaube ich, erreicht. Das Loch ist jetzt schon wirklich schön ausgefüllt. Das merkt man, wenn man dann hier so über den Rand drüber fährt, merkt man ja, wo da so ungefähr das Niveau ist. So, und jetzt mache ich aber, wobei die Farbe schon sehr passend ist, mache ich jetzt trotzdem noch so ein paar Tropfen von dem anderen rein. So, noch ein bisschen. Hell noch dazu gemacht. Jetzt mal noch ein bisschen dunkel und ein bisschen schwarz vielleicht so in die Mitte. Ja, genau, nicht zu viel. So, mal gucken, ja, also ich glaube, ne, man muss natürlich ein bisschen mehr jetzt machen, weil ja was oben drauf ist, trägt man ja ab. Ich zeige es euch jetzt nochmal vielleicht hier so von, ja, kann man glaube ich wegen dem Licht, was ein bisschen spiegelschlecht sehen, aber ja, ich habe das jetzt so, dass es so ein ganz klein bisschen übersteht, also halt über der Kante. Thank you.
gerade gemerkt, das darf man wirklich nicht mit zu viel Druck machen. Muss man nur so ganz leicht drüber schaben. Das ein bisschen abkühlen lassen. So, also für mich ist das jetzt schon sehr plan. Und was hier im Set noch dabei ist, ist so ein Tuch und hier so ein Schaumstoff. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe das jetzt mit dem Feuerzeug ganz leicht so die Oberfläche noch mal ein bisschen heiß gemacht, weil durch dieses Abschmirgeln hat man schon so ganz kleine, leichte Riefen drin gehabt. Und dann verläuft das natürlich wieder schön. Ne? So, und jetzt habe ich es schön abkühlen lassen, noch mal ganz zum Schluss, weil der Effekt wohl hier von diesem Schwamm ist, wenn man hier so dann so relativ schnell drüber reibt, dann erwärmt sich so ein bisschen die Oberfläche und da, wo halt das Material drumherum noch ist, dann löst sich das so ein bisschen ab, dann kann man das ein bisschen schön abtragen. Und ich dachte jetzt eben gerade noch hier so, das ist jetzt ein bisschen matt hier so in der Mitte, aber dieses Tüchchen, was dabei ist, also ich dachte am Anfang, was soll das sein? Aber ich habe das mal hier an der Ecke ausprobiert, ich wollte es euch jetzt nur zeigen, falls man es dann sieht. Wenn man hier drüber fährt, wird die Oberfläche richtig glänzend. Ja, also ich möchte jetzt, es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, man sieht gar nichts mehr. Vor allen Dingen, wenn man es weiß, dann sieht man das, weil das Loch hier, machen wir hier meinen Daumen so da daneben, das war schon wirklich so daumennagelgroß. Deswegen, das wäre jetzt natürlich Quatsch, wenn ich sage, man sieht gar nichts mehr, aber es ist deutlich besser. Das Loch ist zu und wenn das jetzt dann wirklich auch noch hält, ich denke mal jetzt, ich musste da eine ganze Menge ja mal reinmachen, muss natürlich jetzt erstmal wirklich komplett durchhärten, aber wenn das dann noch hält, muss ich sagen, eine geile Geschichte hier mit diesem Reparaturset von AGT. Ich mache euch auf jeden Fall wie immer einen Link unten rein in die Beschreibung und ja, sollte das jetzt in den nächsten Tagen sich irgendwie noch mal verändern und ich jetzt unzufrieden sein, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Aber im Moment muss ich sagen, bin ich sehr begeistert. Gut, das war's jetzt zur heutigen Bastelstunde während unseres Urlaubs hier in Italien. Ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn auch mal so ein Missgeschick passiert. Und ansonsten, ich glaube, ich ziehe mich jetzt um, schmeiße mich in die Badehose, gehe zum Strand und genieße noch ein bisschen das Meer. Dann war es das gewesen. Macht's gut. Habe die Ehre. Ciao.